So, da sind wir wieder zurück beim Sims 3 Let's Play. Ich habe hier ein bisschen was gemacht zwischendurch, aber unbewusst. Ich habe hier nebenan habe ich eine neue Familie erstellt und aus Versehen habe ich denn, glaube ich, die Option angelassen, dass sich die Sims bewegen und dann waren die im Park und jetzt muss ich die nach Hause zurückordern. Aber sonst hat sich ja eigentlich nicht viel verändert. Also können wir ja eigentlich gleich weitermachen. Ach, warte mal kurz. So, was fehlt denen denn? Ich guck mal hier bei Gandhi. Der hat Hunger. Mensch, na dann geh mal zum Kühlschrank. Naja, dann servier mal Abendessen. Makaroni mit Käse. Komm, bist doch so ein begabter Koch. Puh. Und ihm, was fehlt ihm? Ah, der hat auch Hunger. Naja, gut, der muss ja kurz warten, bis er dann fertig ist mit seinem Makaroni mit Käse. Und dann benutzt man die Toilette. Und vielleicht gehe ich dann mit meinem Gandhi mal den Typen hier gegenüber besuchen, weil da habe ich auch eine Familie gemacht. Das soll denn sozusagen sein Zockerkumpane sein oder sein Zockerkumpel, mit dem er sich dann immer trifft. Natürlich virtuell nur. Und dann mal schauen. Energie. Naja, gut, die müssten dann mal ein bisschen pinkeln und sozial. Und ich denke mal, ich werde dann auch demnächst. Was war das denn? Ach, und schon das erste Kloß verstopft. Dann werde ich, denke ich mal, auch bald in den Park gehen. Mal gucken, was die da so alles machen können. Da waren die auch letztens gewesen, aber leider ohne mich. Und ansonsten. Oh, der muss auch mal pinkeln. Aber gut, denn ess vorher mal was. Ja gut, der braucht jetzt erstmal eine Weile, bis er erstmal zubereitet hat. Guck ich mal zu, was der hier so macht. Ach Mensch, der spielt Football. Aber cool ist ja auch, dass das letztens im Fernsehen lief. Genau das gleiche. Na, was kochst hier Schönes? Was ist das hier? Sehr hungrig. Nagender. Was? Nagender Hunger ist kein schönes Gefühl. Besorgt dein Sim regelmäßig etwas zu essen, damit ihr Magen nicht knurrt. Das kann man auch nicht verhindern, dass er knurrt, oder? Oh, guck mal, wie grimmig der drauf ist. Los, koch mal fertig, umso schneller kannst du essen. So, und jetzt nimmst du dir hier einen Teller. Achso, hat er schon. Und, Macaroni mit Käse essen. Ach so. Und dann gehst du mal pinkeln. Und dann geht's dir auch schon besser, versprochen. Was mit dem anderen Mensch? Der kann ja jetzt was essen. Hier, komm, denn. Schüssel nehmen und essen. Beende mal dein Spiel und schon gut ist. Und die Glotze, die läuft ja auch irgendwie ununterbrochen. Und schon wieder hier unsere Kuhpflanze, die alles aufisst. Und er kann natürlich mal wieder nicht aufräumen. Mensch, hier räume auf. Und was fehlt ihm denn noch? Harndrang. Ah gut, Harndrang, das wird sich dann, denke ich mal, gleich erledigen. Dann schläfst du danach mal und du. Mensch, der hat auch. Gut, dann gehst du danach auch schlafen und dann gehen wir mal in den Park und dann. Obwohl, ich glaube, mit hier unserem Gunni gehe ich dann einfach mal in den Park und hier unser Gandhi, der. Damit kann ich dann mal unsere Nachbarn besuchen gehen. Und dann sehen wir weiter, was dann ist. Aber ich glaube, dann werde ich auch ab sofort mal ein bisschen schwenken hier zwischen den beiden, weil hier mit denen, das ist ja sozusagen eine Dreierfamilie, da. Sind drei Leute. Ach hier, oh, der schöne Nachtmantel. So, und dann wird geschlafen. In der Familie Flash. Und Klowowski. Bzzzt. So, dann zoom ich hier mal raus. Guck mal, was wir hier so alles zu entdecken haben. Die Zeit geht weiter, das ist gut. Was ist das hier? Ein Bunsch. Ach so, das heißt, dass die Häuser verkauft sind. Was ist das hier? Ach, ein Mini-Park. Nee, Mayenwaldtal. Das hier ist Polizeistation. Oh, cool. Ein Ampir. Am alten Pier. Was ist das hier? Allgemeines Krankenhaus. Loftpool Himmelblau. Und was ist das hier? Das ist eine Wissenschaftsstation. Ah, ne, Institut für Wissenschaft und Technik. Cool, ein Angelhügel. Angelhügelquelle. Egal, gehen wir mal wieder rein. Was ist das hier? Filter. Gut, dann zoomen wir wieder rein hier. Huch, bisschen falsch war ich. Ja, wie lange wollen wir noch pennen? Na gut, ist ja nicht mehr viel.
Wer wacht denn zuerst auf? Ja, doch hier, Gandhi wacht zuerst auf. Mit dem gehen wir dann mal rüber. Die, wie habe ich ihn genannt? Die Klowowskis? Nein, das war ja unser Kumpel hier. Oh, ich muss schon wieder husten. Nein, das waren unsere... Moment mal, ich muss noch kurz husten. So, bin wieder da. Das waren hier unsere Pökels. Hier, Oma Pökels. Ach, kommt die uns jetzt hier schon besuchen? Mensch, die kann ja Gedanken lesen. Ist ja cool hier. Nachbarschaft einweihen schon. Abschließen. Nee, komm, begrüß sie mal ganz nett. Huch. Freundschaftlich begrüßen. In Schlafsachen. Wo ist hier? Hier ist auch gerade Opa lang gerannt. Hier. Opa Pökels hier. Mensch, ich... Ach, ist doch jetzt egal. Ja, dann würde ich sagen, lustig Grimasse schneiden, lustige Geschichte erzählen, Spezial bitten zu gehen, Gruppe gründen, verscheuchen, freundlich, kennenlernen, freundlich, plaudern, freundlich, klatschen. Ja, dann mach's Beste draus. Unser Gandhi, der schläft noch. Na komm. Na, wie viel ist denn das jetzt hier überhaupt noch? Ach komm, na bestimmt bis 6. Ja, genau, das ist jetzt wahrscheinlich... Nee, ist immer noch nicht ausgeschlafen. Ach komm, hast genug gepennt. Danach gehst du dann einfach mal den Podo-Pökels-Haushalt besuchen. Na, dann fang an zu rennen. Hopp, 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 hopp. Mensch, die frische Luft macht ihn wahrscheinlich zu schaffen. Der muss ganz schnell hier weg, sonst... Oh, Rechnung. Nee, die will ich nicht bezahlen. Na, mal gucken, ob wer aufmacht oder ob wer zu Hause ist. Ja. Und so weiter. Mensch, der denkt auch schon wieder nur an Zocken. Aber gut, ins Haus eingeladen werden. Mensch, cool. Hier ist euer unser Piet Pökels. So, so. Guten Tag. Luba. Na dann, wollen wir mal reingehen. Schnell rein, bevor es anfängt zu regnen und bevor die sauerstoffreiche Luft hier unseren Gandhi noch ruiniert. Oh, hier ist ja alles nicht im Macht, Mensch. Na denn, warten wir mal kurz, denn... Was steht da? Anhören. Oh, anhören, freundschaftlich, plaudern, freundschaftlich tratschen, freundschaftlich, was gibt's hier noch? Von neuen Hausschwärmen, über Computer reden. Mensch, das ist doch hier das, was wir wollen. Kompliment über Haus machen, nach Hause einladen. Ach komm, nach Hause einladen tun wir auch mal. Obwohl, nee, das können wir, denke ich mal, irgendwann später machen. Gruppe gründen. Nee, wollen wir auch nicht. Zumindest noch nicht notwendig. Nach Karriere fragen. So, na denn. Mensch, heute ist ein regnerischer Tag. Das ist doof. Da muss man immer durch die Gegend rennen. Komisch, ich habe nur Wolken gesehen. Aber keine Regenwolken. Was? Ach, Mensch, der muss ja erstmal zur Arbeit. Ach, naja, dann mach mal hier normalen Betrieb. Ach, toll. So, komm, renn mal, bevor du zu spät kommst. Denn gucken wir mal, was unser Gandhi hier macht. Hä? Ach so, da drüben ist er eigentlich... Oh. Auf Clipping wurde ja auch nicht sehr großen Wert gelegt. Naja, was soll's? Über was reden die? Ja, ich esse gern Sushi. Und ich esse gern Bolognese. Ach, hat der auch schon eine Arbeit? Ja, Makan. Oder was sucht hier? Vielleicht ist es doch für die Oma. Aber die hat eigentlich auch keinen. Was ist das? Wo ist das Auto da? Ach, das ist ja tatsächlich für die Omi. Oder? Nee, die flüchtet jetzt hier vor unserem... Gunnar, für unseren Gunther, Gunni. Wo ist denn jetzt hier der Park, Mensch? Dann geh mal zum Park, Stadtpark besuchen. Dann renn mal los. So, hier, fixieren wir mal die Kamera. Oder auch nicht. So. Geh mal langsam zum Auto. Ach, ist das sein Auto? Muss ich jetzt irgendwie nicht verstehen, oder? Aber irgendwie haben hier auch alle das gleiche Auto. Olle Karre. Ist das tatsächlich den ihre Karre? Mensch, da hat sich aber viel verändert. Oh, hier ist aber auch niemand irgendwie. Da vorne lag doch irgendwas. Ah, cool. Was ist denn hier?
Ein Kartoffelsamen oder was war das? Nee, Kopfsalatsamen. Mensch, das ist ja cool, was hier alles so gibt. Was ist das hier? Unbekannter, ungewöhnlicher Samen. Huch. Oh, was ist das denn? Das ist, wie heißt er? Xander. Xander Xavel. Machen wir einfach mal freundschaftlich Begrüßung. Wer ist das hier? Huch. Basta Clavel. Den begrüßen wir auch einfach mal freundschaftlich. So, na denn. Ach komm, die Samen kannst du liegen lassen. Den nimmst du hier einfach nur den ungewöhnlichen Samen mit. Und schon hat sich das. Was schwimmt denn hier rum? Sind das Krebse? Ach nee, es sind Marienkäfer. Ja, und wer ist das hier? Das ist Bessie Klaffel. Mensch, warum ist denn hier eigentlich so wenig? Ist ja, der Park ist irgendwie ziemlich leer. Ja, guten Tag. Dann hier Sie begrüßen wir einfach auch mal freundschaftlich. Man kann ja ruhig mal ein bisschen Kontakt knüpfen. Und dann freuen wir uns einfach mal mit hier, mit, wie heißt der, Basta? Nee, Zander Klaffel. Guten Tag. So, dann rennen wir hier nicht weg. Wo ist er denn, unser Zander? Mensch, der muss erstmal ein paar Zander angeln gehen. Freundschaftlich nach was? Romantisch, speziell, lustig. Warum kann man hier nichts machen? Ach so, der haut gerade ab. Mensch, warum hauen denn alle ab? Egal, denn begrüßen wir hier Nigel einfach mal. Ach, Nigel. Nigel nagelneu. Ob er sich begrüßen lassen will? Na klar. So. Mensch, hallo, ich bin der Richter. Freundschaftlich nach Hause einladen, kennenlernen. Freundschaftlich. Naja, plaudern sie mal ein bisschen und dann befragt er ihn noch ein bisschen nach der Karriere und dann schauen wir mal. Ubi Gabli hört? Lampor Udabi. Lorn Okla Imstablutz. Velna. Isa Pops. Ja. Ich bin sehr musikbegabt. Ibde. Baluchi Balan. Wer ist sie jetzt hier? Engeles? Ach, Agnes, was ist das für ein Name? Mach einfach auf, mal freundschaftlich begrüßen. Warum nicht? Oder haut die jetzt auch gerade ab? Mensch, hier gibt's aber auch irgendwie nicht viel. Wollen die mal ins Theater gehen? Cool, was heute so läuft hier. After Radovka, Evlan Porbahal, Evstishor. Evlan Forblahal. Bartney Yipto Son. Bartney F, du klar. Wisst was? Dann kannst du auch ruhig mal ein bisschen angeln gehen. Nachdem du ja alle freundschaftlich begrüßt hast. Oh, das ist aber auch hier eine Sammelstelle irgendwie. Hier gibt's aber auch viel Mensch. Also viel Menschen. Und sogar ein Picknickkorb. Süß. Nee, Teller nehmen nicht. Oh. So, jetzt sitzt hier erstmal. Achso, ich habe gedacht, der steuert da jetzt schon auf das Sitzeckchen drauf zu. Achso, die wartet da wahrscheinlich schon auf ihn. Gunther hat erfahren, dass Nigel arbeitslos ist. Gunther hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Nigel ist ein. Was? Ach, scheiße, jetzt habe ich aus Versehen weggedrückt. Dein Sim kann mithilfe von Optionen auf vielfältige Weise arbeiten. Möchtest du mehr über die Option erfahren? Später. Na dann, angel mal eine Runde. Warum geht er da? Wie geht er denn hier? Ja, später, klar. Irgendwann sicher. Na dann gucken wir mal, ob er hier was angelt. Schwimmt aber ziemlich viel rum. Was da alles so rauskommt, Mensch. Ja, gut, dann. Ach, wisst ihr was? Dann setzen wir uns hier einfach mal mit ran. Teller nehmen. Nee, sitzen so. Na dann, komm. Dann angeln mal hier fertig. Unterbrechen wir mal und dann rennst du mal ganz schnell dahin. Oh. Berufsrisiko für Gandalf Flash. Okay, der Chef hält es für unheimlich wichtig, dass du Straße oder Bürgersteig eine Frage... Was? Dass du Straße oder Bürgersteig eine Frage der Sicherheit liest.
Die Lektüre dieses Fachbuches ist einfach unerlässlich, wenn du ein guter Journalist werden möchtest. Befolge den Rat deines Chefs, verbessert sich nicht nur deine Jobleistung, sondern auch die Beziehung zu deinem Chef. Na gut, dann... Huch, warum steht der denn schon wieder auf? Du sollst sitzen. Egal, gucken wir mal hier, der ist bestimmt wieder zu Hause. Ach nee, der ist im Journalistenbüro. Egal, dann gehst du hier wieder mal zu Gandalf. Zu Gunnar. Gunni? Gunther? Wo will der denn überhaupt hin? Müdigkeit macht sich breit. Ja, was ist denn mit dem los? Hier, setz dich einfach mal hin. Oh, hauen alle nach und nach ab. Was fehlt ihm? Ach, oh, da hast du die eine eingepennt, Mensch. Harndrang. Ach, dann gehst du mal auf Klo hier. Was, Grundstück kaufen? Nein, ich möchte das Klo benutzen und nicht kaufen. Naja, dann geh mal auf Klo und Hygiene. Energie und Spaß, Mensch. Ist doch hier alles. So, wie es sein soll. So, und was mit ihm? Was angespannt. Gandalf konnte ein paar Stunden Spaß vertragen, um den Stress abzuschütteln. Wann ist denn der überhaupt mit der Arbeit fertig? Naja gut, dauert ja nicht mehr lange, 14 Uhr. Dann gehen wir mit dem mal, glaube ich, ins Spaßbad. Da gab es ja hier irgendwo noch ein Schwimmbad. Mal gucken, ob wir da dem Spaß nahe kommen können. Was ist hier? Ach komm, weißt du was? Köder für El Ritze herausfinden. Nehmen wir einfach mal und ansonsten spielen wir hier ein bisschen oder üben wir ein bisschen Schach. Ja, hier ist gerade Hochbetrieb wahrscheinlich im Park. Aber ich glaube, ich weiß, was ich mal mache. Oh Mensch, was macht denn der hier? Zusehen. Hört man da nicht eher zu? Was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, ich weiß, was ich mal mache. Man kann hier mit dem Editor, kann man ja auch andere Grundstücke verändern. Und ich glaube, da verändere ich dann mal ein bisschen den Park. Baue ich hier irgendwas hin? Was weiß ich was? Ein Kino oder so? Für Autos? Oder sonst was, damit man hier ein bisschen was machen kann. Und ansonsten, der hat ja jetzt hier Köder. Einige Fischarten beißen häufiger an, wenn der richtige Köder am Haken baumelt. Dein Sim möchte in Erfahrung bringen, womit er eine bestimmte Fischart am besten ködern kann. Okay, naja, denn... Ach, wisst ihr was, den machen wir jetzt hier nochmal weg. Weil, was hat denn er überhaupt für Lebenswünsche? Ach so, Lebenswunsch von Gunther, Züchter von Robokreaturen werden. Okay, diesen Wunsch wollen wir dir ruhig erfüllen, aber erst später. Gut, dann ist Gandalf ist jetzt wieder zu Hause, dann können wir mit dem, oder der will jetzt nach Hause. Mensch, wo ist denn jetzt hier das Spaßbad? Da vorne, ich sehe es doch schon.